und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. So, ich koppel den mal gerade ab. Oh Gott. Diesel? Ja, Volker. Mit dem Ding willst du hier aufs Feld? Ich glaube ja nicht, dass ich damit wirklich weit komme. Ja, würde ich gerade auch sagen. Weil mir ist das ja schon passiert, dass ich zwei komplett neue Kotflügel auf der linken Seite haben musste und halt die komplette Ölwanne. Naja, damit kommen sie glaube ich nicht so weit. Nee, ich glaube nicht. Mach mal die Partyleuchten aus, kannst du einen Johnny nehmen. Achtung! So, nimmst den Johnny, nimmst den Düngestreuer und die Sämaschine mit zum Hof und holst ja den einen Tiefenlocker. Ich komme ja gleich auch, ich hol mir noch einen anderen. Okay. Gut, bis dann. Jo. Gibt da aber hier leicht. So, hi. Bin ich wieder. Schmeiß mir das Ding nicht um, ich hab dich gerade gesehen. Nee, alles gut, alles gut. Ich hol mir den Tiefenlocker ab. Achso, ja, okay. Hast du 420 PS? Jo, Xerion hat 435. Hoffe, das reicht. Leon. Xerion. So. Leon, verstanden. Ja, verstehst auch nur, was du willst. Das mag sein, ja. Kam der gerade hier mit so einem kleinen Steier-Profi an? Ja, dachte ich mir auch. Was er damit wohl machen will? Wo hast du das Geld her? Für was? Für die Maschinen, ey. Zum Lotto gewonnen? Nee, Kredit habe ich gewonnen. Hä? Ein Kredit habe ich gewonnen. In das? Indem ich zur Bank bin und gesagt habe, ich brauche einen Kredit. 500.000? Wie viel hast du geholt? Muss ja Millionen stellen. 500. Du, was ist denn da für eine Baustelle? Hä? Die war ja vorhin noch nicht da. Ja, eine halbe Million habe ich gekriegt. Dein Hofkapital ist also so groß, oder was? Sieht so aus. Okay. Keine Ahnung, hab einen Neumann angefragt, der hat gesagt, passt. Wo steht denn das Ding? Welches Ding? Tiefenlocker. Bei mir auf dem Hof, links abbiegen und hinten, ganz hinten in der Halle beim Waschplatz. Siehsten. Ah ja, da sehe ich was Gelbes blitzen. Baustelle meinst du, die auf dem Feldweg? Ja. Das Riesenumbau. Warum? Da lässt die Stadt sich was für über mehr als eine halbe Million hinzimmern. Hä? Was denn? Ein paar Hallen und alles. Warum die denn das Geld her? I don't know. Naja. Größte Mafia der Welt ist wer? Keine Ahnung. Die Kirche. Und die zweitgrößte? Der Staat. Ah ja. Gut, gut. Ja, du kriegst ja dein Geld vom anderen, ne? Achso, nee, das muss er mir noch in Rechnung stellen, glaube ich. Ja, ja, das kommt bei ihm mit auf die Rechnung. Okay. Also extra viel, sagst du? Gib dir gleich extra viel. Gut.
Außerdem hat er mir schon einen Festpreis genannt. Ja, dann muss er mit absetzen. Jo. Und theoretisch. Wird sich nichts mehr ändern. Oh, eigentlich da war nicht, ne? Ey, ich hab ja extra gefragt. Ach so. Er hat mir den Gesamtpreis genannt. Also wie viel Prozent hat denn der, wenn ich fragen darf, bei dir mit drauf gerechnet? Oh, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht mal, wie viel. Ich weiß einen Gesamtbetrag. 580 muss ich zahlen für die zwei Sachen. Auch dabei okay gewesen sein. Ja, ja. Das müsste passen. Ja, bestimmt, weil du ein Gemeinerat bist, kriegst du hier. Ja, ich habe einen Runder gehandelt. Der wollt irgendwas über 600.000. Jo, da hat der bestimmt wieder 35% drauf getan. Nee, ganz so viel war es nicht. Aber ich habe einen guten Runder gehandelt. Muss man schon sagen. Jo, ist alles am Hof. Sauber. Also im Sägewerk. Ja, das will ich hoffen. Am Hof dann. Dürft's nochmal loslegen. Da dürfte ich nochmal eine Rechnung stellen. Auftrag nicht erfüllt. Krieg ich eine, dann verlange ich weniger. Passt schon. So. Okay. Also bezahlt hat der Müller ja quasi. Alter! Ah, oh, Mann! Und jetzt los. Ah, Xerion hat sich festgefressen. Wo bist du? Auf dem Feld. Kann man Untersetzung anmachen. Hä? Der reagiert nicht mehr. Jetzt. Komm. Zieh, Baby. Zieh. Alter, der kommt nicht durch. Ah, jetzt. Jetzt, ja. Oh, super, ey. Boah, jetzt dachte ich gerade. Erstmal schön reingefressen hier. Wieso muss das? Ja, mit Differential geht's. Sollte man nicht ausmachen. Ich hoffe mal, dass der andere dann. Der kam mit dem Steier hier an. Mit dem Kleinen und wollte ja, Tiefen lockern. Der war gerade hinter mir mit deinem Johnny, glaube ich. Jo, dem habe ich ihm gegeben. Hab gesagt, hol dir einen Tiefenlocker damit, ey. Sonst kannst du sowieso vergessen. Oh, der ist zum Weg zu dir bestimmt. Der war gerade hinter mir. Ja, gut so. Was sagst du eigentlich zu den zwei Händlern, zum neuen Händler jetzt? Ja, gut, ne? Der eine nicht so ein gutes Angebot hat zum anderen. Ja. Ey, hier komm ich doch niemals rum um die Kurve, ey. Wo bist du denn? Ah, an der Baustelle. Da werden die Baustelle eingerichtet. Der Trissler. Warum richtet der eine Baustelle ein? Ich hab ihn gefragt, ob er Zeit hat. Wenn er einen vom Fach hinlässt, ne? Ja. Mein ist Polizist, er müsste eigentlich wissen, wie man absperrt. Ja, absichern muss er, nicht absperren. Ja, ist doch beides das Gleiche. Nee, absichern so. Ist Gefahrenabwehr. Ja, aber du musst die Baken genau im gleichen Abstand und alles eigentlich aufstellen. Aber irgendjemand gemacht hat. Aber egal. Na gut, eigentlich ist ein Tieflader ja auch kein landwirtschaftliches Fahrzeug, ne? Nö, eigentlich nicht. Lass dich nicht erwischen. Sag ich musste zur Baustelle. Ohne was hinten drauf, ne? Hab Säcke abgeliefert, Zement. Ah, okay. Ich muss mal den Händler noch anrufen. Der ist schon wieder. Naja. Naja.
Hast du nochmal Lust, Bagger zu fahren? Hast du Zeit? Hast du Lust, Tiefen zu lockern? Schon keine Zeit, ey. Keine Zeit hast du? Ja. Muss die 81 jetzt Tiefen lockern, dann nochmal ansäen, düngen. Alter, ich komm gar nicht rum. Aber ich muss eigentlich noch Pflanzenschutz auftragen, muss noch zum Blaubeerhof. Die Baustelle muss fertig gemacht werden. Eigentlich hätte ich auch zu wenig Hände. Volker. Ja. Ich bin da. Jo, fang an. Ich komm, wenn ihr vom Hof gekommen bist, von der rechten Seite. Ja, sehe ich gerade. Wärst du am besten, ja, im Uhrzeigersinn. Okay. Ich hoffe, dass der Zimmermann wieder schnell gesund wird und der Sepp. Ja. Mitarbeiter kann man nicht genügend haben. Ja. Thomas, der hat diese Woche sich freigenommen. Auch gut. Haufen Arbeit und er nimmt sich frei. Ja, der feiert Geburtstag. Achso. Hat eine Geburtstagsfete, der hatte Geburtstag und feiert noch seinen Abschluss. Mhm. Hat bestanden. Die Ausbildung. Na, ist ja gut. Ja. Das weiß ich eher schlecht für dich. Warum? Nee, musst du mehr zahlen. Nö, das passt. Passt schon. Kriegt er weiterhin das Ausbildungsgehalt oder was? Nee. Er kriegt schon vernünftigen Gehalt. Über sein Gehalt sollte er sich nicht beschweren können. Ich beschwere mich schon über meins. Du, da bist du selber schuld. Du bist selbstständig, Jung. Sehr empathisch. Mann! Also ich freue mich, wenn der neue Tieflader da ist. Was für ein neuer Tieflader? Ich habe mir einen neuen bestellt, mit dem alten habe ich nur Probleme. Warum? Er setzt in allen Ecken auf. Okay. Vor dem Bauhof setzt ihn schon auf, bei der Ausfahrt. Jo. Ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht doch das LU hätte beauftragen sollen. Die haben so einen 10-Meter-Pflug. Die Meter ist ein ordentliches Stückchen, du. Jo. Weil mit deinem Tiefenlocker hier geht es nicht wirklich flott. Ja, doppelt so flott wie mit deinem. Jo. Eigentlich schon, aber gefühlsmäßig nicht. Vor allem sollst du den mal wieder reparieren. Ja, warum das denn? 30%. Oh ja, da ist noch was Zeit. Ja. Und so, nachdem ich ihn benutzt habe, dann mal die Schare austauschen. Oder die Zinken oder was auch immer das sind. Ja. Ah ja, neu anspitzen reicht. Sind keine Baumpfähle, ne? Ne, passt schon. Oder auch Bleistifte. Schärf mal ein bisschen an, neu lackiert wieder und dann passt das. Dann sehen die aus wie neu. Ja, dann kommt hier keine Polente, ey.
Okay, mal ein bisschen mehr Respekt. Warum? Ich hab Polente gesagt. Was ist da jetzt los? Das ist ja nicht korrekt. Was denn? Das heißt, was? Der liebe Freund und Helfer. Genau. Ich auch so. Ist gerade gut, dass hier keine kommt. Ja, du könntest dir mal einen Tiefenlocker holen und herkommen. Ja, du bist witzig, du. Du hast doch meinen. Ja, bei mir am Hof steht noch einer. Nein, keine Zeit. Beides Geld und beides haben wir nicht. Ja, das wohl wahr. Oh, oh. Oh. Alter, ich glaube, nächstes Mal werde ich den Auftrag wieder vergeben an Saloon. Oder an irgendjemanden, den ich nicht leiden kann. Winnie, das war jetzt nicht für dich, Diesel. War nur ein Spaß, ne? Wie Spaß? Ich habe gar nicht zugehört. Gut so. Außerdem habe ich beide deine Tiefenlockerer dran. Ja, was bringt dir das? Doppelte tiefe Lockerung. Lol. Damit bist du wahrscheinlich aber langsamer. Nö, ich war schon mit 12 km/h. Da wirklich beide drin? Dann hast du den einen doch aber falsch herum. Nee, der hat die beide hintereinander. Unglaublich. Lol. Ich bin nicht dumm. Was hat das bringen sollen? Naja. Naja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.